Wenn es dazu kommt, Entscheidungen zu treffen, handeln wir oft voreilig und überhastet. Wir meinen, das Richtige zu tun, doch denken wir nicht gründlich darüber nach, was für Konsequenzen unsere Entscheidungen mit sich bringen können. Ohne sich dabei verrückt zu machen, sollte doch jede Entscheidung ordentlich durchdacht werden, um daraufhin die beste Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die uns Allah subhanahu wa ta'ala am nächsten bringt. Selbst wenn man im Nachhinein merkt, dass man es anders noch besser hätte machen können, kann man sich zumindest nicht vorwerfen, dass man nicht sein Bestes versucht hätte. Um eine Entscheidung mit Bedacht zu treffen und zu durchdenken, braucht es vor allem Zeit. Nicht jede Entscheidung muss Tage und Wochen durchdacht werden, aber man sollte sich etwas Zeit nehmen und vor allem keine voreiligen oder hastigen Entschlüsse fassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Bedachtsamkeit ist von Allah und das Hasten ist vom Shaitan. Der edle Sahabi Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami ist uns in dieser Sache ein hervorragendes Beispiel und Vorbild. Er war der treue Begleiter und Diener des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Stets war er ihm zu Diensten. Wann immer der Prophet einen Blick auf ihn warf, war er glücklich, in seiner Nähe sein zu dürfen. Wenn er sallallahu alaihi wasallam ein Bedürfnis äußerte, wollte Rabi'a ibn Ka'b alles tun, um ihn seinen Wunsch zu erfüllen. Eines Tages kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm und Rabi'a fragte sofort, was der Prophet ihm befiehlt. Aber er sallallahu alaihi wasallam hatte kein Anliegen. Er sagte zu Rabi'a, bitte mich um irgendetwas und ich werde es dir geben. Er dachte eine Weile nach und sagte dann, gib mir ein wenig Zeit, ja Rasulallah, um über meine Antwort nachzudenken. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, werde ich es dich wissen lassen. Zu jener Zeit, so berichtet Rabi'a ibn Ka'b selbst, war er ein junger und armer Mann ohne Familie. Deshalb wollte er den Propheten um weltlichen Besitz bitten, um sich vor Armut zu schützen. Aber er dachte sich, diese Welt ist vergänglich und wir werden uns von ihr trennen. Du hast den Unterhalt, den Allah dir gegeben hat und mit dem du auskommen musst. Dem Propheten wird keine Bitte abgeschlagen. Hüte dich also, Allah nach einer Spende für das Diesseits zu bitten. Er ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Prophet fragte ihn, was hast du dir überlegt? Er antwortete, ja Rasulallah, ich bitte dich, Allah anzuflehen, mich zu deinem Begleiter im Paradies werden zu lassen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn daraufhin, wer ihm dies geraten hat. Doch Rabi'a ibn Ka'b erwiderte, nein, bei Allah, niemand hat es mir geraten. Aber als du mir sagtest, ich solle dich um irgendeine Sache bitten und du würdest sie mir geben, wollte ich dich zunächst um etwas Reichtum auf dieser Welt bitten. Dann dachte ich daran, dich um etwas Unvergängliches, welches nicht verderblich und zeitlich begrenzt ist, zu bitten. Deswegen bat ich dich, Allah anzuflehen, dass ich dein Begleiter im Paradies werde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam blieb eine Weile ruhig und fragte dann, noch einen Wunsch neben diesem, Rabi'a? Rabi'a ibn Ka'b antwortete, nein, ja Rasulullah, nichts kann dieser Bitte nachkommen. Der Prophet sagte daraufhin, in diesem Falle stehe mir in deinem eigenen Interesse bei, indem du Allah gegenüber ergeben bist. Subhanallah. Seht, wie er über seine Entscheidung nachgedacht hat und zu welchem Entschluss sein Denken ihn geführt hat. Er war arm, hatte keine Frau und keine Kinder. Er dachte darüber nach, sich etwas Reichtum zu wünschen, wie es wohl jeder zuerst getan hätte. Aber er erkannte, dass dieser Wunsch vergänglich ist und bat den Propheten sallallahu alaihi wasallam letztlich darum, sein Begleiter im Paradies sein zu dürfen. Welch weise Entscheidung er traf. Nicht, dass sein Wunsch nach etwas Reichtum an sich verwerflich wäre, aber verglichen damit, der Begleiter des Propheten im Paradies sein zu dürfen, wäre es eine Verschwendung gewesen. Doch hätte er sich nicht die Zeit genommen, darüber nachzudenken und seinen Wunsch stattdessen voreilig geäußert, dann wäre seine Bitte wohl nicht so gewaltig gewesen. Wenn es um das Erfüllen von Pflichten geht, dürfen wir nicht zögern oder zu viel nachdenken. Aber in Angelegenheiten, in denen es darum geht, abzuwägen und die beste Entscheidung im Sinne des Islam zu treffen, ist es sehr wichtig, dass wir nichts überstürzen. Stattdessen müssen wir mit Bedacht vorgehen und intensiv darüber nachdenken.